Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Lesemonat im Jahr 2018. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich heute so ein wenig im Schlabberlook hier sitze. Heute ist nicht ganz so viel geplant, zumindest tagsüber, und deswegen wollte ich mir jetzt nicht noch extra für das Video zurechtmachen. Ich hoffe, es ist auch so in Ordnung. Zum Lesemonat, ich habe gar nicht so viele Bücher beendet, insgesamt eigentlich nur 4, ein fünftes habe ich abgebrochen. Es gab aber auch ziemlich dicke Bücher darunter, deswegen ist die Seitenzahl doch recht hoch mit 1966 Seiten, und ich habe auch insgesamt knapp 30 Stunden gehört, 29 Stunden und 46 Minuten, um genau zu sein. Und die einzelnen Bücher möchte ich euch jetzt ganz kurz ein bisschen näher vorstellen. Das Jahr begann mit einem Flop, und zwar habe ich Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery gehört, zumindest in Teilen. Ich habe, glaube ich, nach einem Drittel dann das Buch abgebrochen, das mich einfach nicht fesseln konnte, und ich war dann so genervt von Anne. Also es geht hier um eine Familie, das sind Bruder und Schwester, die zusammenleben, in den 50ern, 60ern, glaube ich, sind. Also schon etwas älter, und die entschließen sich, einen kleinen Jungen zu adoptieren, da sie auf einer, ja, auf einer Art Farm leben und dort noch eine helfende Hand gebrauchen können. Jedoch gehen sie nicht wirklich in ein Waisenhaus und suchen sich einen Jungen aus. Sie haben den vorweg noch nie gesehen. Der wird einfach nur zu ihnen, dorthin geschickt. Auf dem Bahnhof wartet dann der Mann auf das Kind. Und es bleibt dann nur noch ein kleines Mädchen übrig, und so gab es ein Missverständnis. Es wurde kein Junge geschickt, sondern Anne. Und nach langem Hin und Her und ziemlich viel Drama wird sich dann doch entschieden, Anne zu behalten. Und es ist ein kleiner Wirbelwind. Sie ist sehr kreativ, hat eine sehr ausgeprägte Fantasie und geht damit vielen Leuten auf den Nerv, ist zugleich aber auch hochdramatisch, sobald irgendwas passiert. Und das war mir einfach zu viel, also auch mir ging Anne auf den Nerv, und so habe ich das Buch dann abgebrochen. Ich habe auch als Kind nie Anne von Green Gables gelesen. Es war halt so mein erster Kontakt damit, und vielleicht ist es wirklich etwas, was man in seiner Kindheit lieben lernen muss, um es zu mögen. Mir hat es wirklich nichts gebracht. Sehr gut gefallen hat mir danach jedoch Wolkenschloss von Kerstin Gier, der neue Jugendroman von Kerstin Gier. Den habe ich auch, als ich im Oktober in Deutschland war, mir direkt in der Buchhandlung gekauft und jetzt auch endlich gelesen. Das Cover ist wahnsinnig hübsch, also es ist ein sehr, sehr hübsches Buch, wie ich finde, und auch die Geschichte war sehr schön. Es war wirklich zum Mitfiebern. Die Charaktere sind wie immer wahnsinnig sympathisch und lustig, und der Schreibstil von Kerstin Gier ist auch einfach ziemlich niedlich und humorvoll. Es ist wirklich so ein Buch zum Entspannen, und da mag ich Kerstin Gier sehr, zumindest die Jugendbücher. Die Frauenromane, also die lustigen Frauenromane, die sie so schreibt, gefallen mir nicht so sehr, aber auch Silber konnte mich auch schon wirklich super entspannen nach der Arbeit, und das hat Wolkenschloss ja auch geschafft. Die Protagonistin hier in diesem Buch ist ein 17-jähriges Mädchen namens Fanny, und sie kommt aus Norddeutschland hier in die Schweizer Berge, denn sie ist eine Praktikantin in einem Luxushotel. Und dieses Hotel ist völlig eingeschneit, es wird der Jahreswechsel gefeiert, der steht an, und sie hilft überall im Hotel aus, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Und sie freundet sich auch mit anderen Hotelangestellten an. Der Chef ist so ein bisschen ein unsympathischer Zeitgenosse, und es gibt ganz verschiedene Leute in dem Hotel, und einige sind nicht so, wie sie scheinen. Und Fanny versucht dann eben so ein wenig hinter die Geheimnisse der Hotelgäste zu kommen, und dabei begibt sie sich auch selber in Gefahr. Also es ist wirklich schon spannend, jetzt nicht übermäßig, es ist mehr niedlich als spannend oder literarisch wertvoll, aber es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, und mir hat es gut gefallen, und ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Danach las ich ein E-Book, ein ziemlich dickes E-Book mit fast 1000 Seiten. Das war die Biografie Chaplins, geschrieben von David Robinson aus dem Diogenes Verlag. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Und an dieser Stelle nur ganz kurz, es hat mir sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr, sehr interessant, nicht nur die Filme Chaplins ein bisschen näher kennenzulernen, sondern auch den Menschen, der dahinter steckte, seinen Werdegang von wirklich tiefster Armut
im ausgehenden 19. Jahrhundert in London bis hin zum ersten richtig großen, populären Superstar des Films. Auch seinen persönlichen Wandel, den er gemacht hat. Er war nicht nur ein großartiger Künstler, sondern er hatte auch Schattenseiten in seinem Leben gehabt, die ja auch von dem Biografen aufgegriffen werden im Buch. Mich haben ab und an so ein bisschen ein paar Anmerkungen gestört, denn man hat schon gemerkt, dass der Autor manchmal nicht ganz so objektiv auf Chaplins Leben geschaut hat, dass er Chaplin sehr verehrt und dann vielleicht auch einige Dinge, die Chaplin gemacht hat, die in meinen Augen sehr fragwürdig waren, wie zum Beispiel, dass er sich eben mit sehr, sehr, sehr jungen Mädchen eingelassen hat. Und diese dann auch geschwängert und dann meint der Biograf, dass Chaplin in die Fänge wieder einer Frau geriet und dadurch dann eine erneute Hochzeit stattfinden musste, die er eigentlich gar nicht wollte. In meinen Augen war er natürlich dafür auch verantwortlich, aber das sei mal dahingestellt. Trotzdem hat mir das Buch gut gefallen und ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt über Chaplin. Ich wusste nicht allzu viel über ihn. Ich kannte so ein paar Filme auszugsweise, aber gerade seine Kindheit und Jugend fand ich sehr faszinierend und ich habe mich gefreut, mehr über die Hintergründe dieser Person erfahren zu können. Trotzdem habe ich dann etwas abgezogen bei der Bewertung, da mir diese Kommentare wirklich manchmal auf den Nerv gingen, beziehungsweise die fehlenden Kommentare, die ich mir an der Stelle gewünscht hätte, und ich habe dem Buch insgesamt 3 Sterne gegeben. Danach hörte ich dann das neue Buch von Stephen und Owen King, das Stephen King zusammen mit seinem Sohn geschrieben hat, Sleeping Beauties, und ich war vorweg schon sehr neugierig, wie das Buch sein wird. Ich mag Stephen King eigentlich ziemlich gerne. Er merkt schon, es läuft auf ein Aber hinaus. Aber dieses Buch hat mich dann doch recht enttäuscht. Es geht hier, und ich finde die Idee an sich ganz interessant, es geht hier um Frauen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt überall auf der Welt, wenn sie zu dieser Zeit schlafen, sich in eine Art Mumie verwandeln. Also sie bekommen dann solche weißen Fäden, die allerdings organisch sind, die werden quasi eingewebt wie in einen Kokon und wachen erstmal nicht mehr auf. Aber sie scheinen am Leben zu sein. Man sieht, dass sie atmen, also das Material, das zieht sich so nach innen, wenn sie atmen. Und es geht auch ziemlich schief, wenn man versucht, diesen Kokon zu entfernen, denn dann greifen die Frauen jeden an, der in der Nähe ist und bringen denjenigen dann auch wirklich ziemlich schnell um, sind sehr, sehr aggressiv, sodass dann recht schnell davon abgesehen wird, diesen Kokon zu entfernen. Hauptsächlich spielt das Buch in einem Gefängnis und das ist ein Frauengefängnis, sodass dann natürlich hier viele Frauen davon betroffen sind. Allerdings gibt es auch einige Frauen, die wach bleiben und die sich nicht schlafen legen wollen. Aber natürlich kann man das nur eine gewisse Zeit lang machen und nicht für immer. Aber es trifft auch noch eine ganz besondere Frau dort in dem Gefängnis ein, nachdem sie wirklich auf brutalste Art und Weise jemanden umgebracht hat. Und diese Frau kann einfach einschlafen und wieder aufwachen, ohne in so einem Kokon zu stecken. Und sie scheint die Einzige in der ganzen Welt zu sein, die das kann. Also muss irgendwas Besonderes mit ihr sein. Die Welt wird dann mehr und mehr natürlich nur von Männern dann, ja, ich sag mal, regiert. Es ist ja nur ein paar Tage erstmal. Aber die Welt ändert sich wirklich schlagartig und es bricht auch eine große Gewalt aus und man versucht dann auch an diese Frau heranzukommen, denn man erhofft sich von ihr eine Heilung für die anderen Frauen. Bis dahin fand ich die Idee schon erstmal recht interessant, aber das Ende vor allem hat mich dann noch dazu bewogen, ein paar Sterne abzuziehen, denn es wurde dann wirklich sehr, sehr sexistisch und zwar auf eine Art und Weise, die das dargestellt hat, dass das Übel der Welt von den Männern herkommt und dass die quasi dafür verantwortlich sind, für so ziemlich jegliche Umweltverschmutzung und Gewalt und dass Frauen unter ihnen leiden. Und ich glaube, natürlich wurde das überspitzt dargestellt und zu einem
bis zu einem gewissen Grad hat es auch Sinn gemacht für die Geschichte, Frauen und Männer dort so unterschiedlich und abgekapselt voneinander in der Geschichte agieren zu lassen. Aber es war dann einfach zu viel und es wurde zu sehr auf diesem Klischee herumgeritten. Und es war dann einfach wirklich nur noch lächerlich, dass man den Männern am Ende die Schuld für alles in die Schuhe geschoben hat und somit auch die Frauen lächerlich gemacht hat. Also das war dann einfach irgendwie nicht mehr gut ausgearbeitet. Es hätte in eine wirklich interessante Richtung gehen können, aber das hat es einfach nicht. Und deswegen habe ich dem Buch dann 2 Sterne gegeben und war ziemlich enttäuscht. Und abgeschlossen habe ich den Monat dann mit einem weiteren Rezensionsexemplar, Gullivers Reisen von Jonathan Swift, hier in der Manesse Bibliotheks-Ausgabe, die wie immer sehr, sehr schön ist. Ich habe das näher vorgestellt, auch in meiner Rezension, da könnt ihr dann auch die Aufmachung noch ein bisschen besser sehen. Hier ist nur ganz kurz zum Inhalt, es ist ein Klassiker, den bestimmt ganz viele kennen, aber ich vermute, so ging es auch mir, bevor ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, das war jetzt mein 2. Durchgang, nur zur Hälfte, denn auch ich kannte nur Gulliver und die Lilliputaner und dann Gulliver bei den Riesen und eigentlich unternimmt er 4 Reisen und trifft auch 4 ganz verschiedene Völker. Ich kannte nur die Kinderbuchadaption oder nur den Kinderfilm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jemals als Kind ein Buch hatte oder woher ich die Geschichte am Ende kannte. Und für die Kinder wurde ganz viel weggeschnitten aus dem Buch. Also es wurde wirklich um die Hälfte gekürzt. Es wurden nur die ersten beiden Inseln im Buch gezeigt. Und dann natürlich wurde auch die große Gesellschaftskritik für Kinder als nicht wichtig angesehen und deswegen herausgenommen, sodass nur eine kleine niedliche Geschichte übrig blieb. Aber das ist eigentlich so viel mehr. Ihr seht auch, es ist ein relativ dickes Buch und der Hauptaspekt hier liegt wirklich auf der Gesellschaftskritik, denn Großbritannien versucht hier England den anderen Herrschern nahe zu bringen und macht es auf eine Art und Weise, die den Leser verstehen lässt, was eigentlich alles da im Argen liegt und was die Menschheit da anrichtet mit sich selbst und mit anderen. Mit der Natur auch, wie zum Beispiel Gerichte funktionieren und worüber sich Menschen streiten können. Und durch die Reaktion der Herrscher, denen England nahegebracht werden soll, verstehen wir dann auch, wie lächerlich das eigentlich ist, worüber sich Menschen aufregen können zum Beispiel. Ganz besonders gut hat mir die letzte Insel gefallen. Nach den Riesen kommt er erstmal auf eine schwebende Insel und dort mögen die Menschen nur Mathematik und Musik, aber nichts anderes, was auch ein Seitenhieb auf den König war. Und das hätte ich auch nicht verstanden, wie vieles andere, wenn es hier nicht so schöne Anmerkungen gegeben hätte. Also die haben mir wirklich viel dabei geholfen, das Buch besser zu verstehen und auch die vielen Anspielungen. Und dann kamen wir auf meine Lieblingsinsel. Und auf dieser Insel herrschen die Pferde, das sind die vernunftbegabten Wesen dort. Und die Menschen oder menschenähnliche Wesen, das sind eher die wilden Tiere, die auch ein bisschen eklig sind und wirklich bösartig. Und die Pferde sind ganz sanftmütig und sehr vernünftig, sehr intelligent und herrschen dort über die Insel. Und zunächst wird Gulliver auch erstmal als einer dieser wilden Yahoos, so werden sie dort genannt, angesehen. Aber schnell stellt sich heraus, dass er doch ein bisschen intelligenter ist und auch ein anderes Wesen hat und so dann bei den Pferden mit ihnen dort leben kann. Diese Reise prägt ihn auch sehr, sein weiteres Leben. Und mir hat das wirklich gut gefallen. Die einzige Kritik, die ich daran habe, ist, dass sich die Geschichten oder die Inseln, die Reisen sehr schnell abgewechselt haben, dass sie abrupt aufhörten und dann auch unlogisch wieder begannen, denn er hat ja wirklich einige schlechte Erfahrungen gemacht, also es gibt wirklich Schiffbruch und Meuterei und er wird einfach ausgesetzt und trotzdem begibt sich Gulliver dann auch wieder erneut auf eine Reise und lässt seine arme Frau und die Kinder zu Hause zurück. Ich denke mal, im realen Leben wäre er vielleicht irgendwann doch vernünftig geworden und wäre nicht nochmal auf eine Schiffsreise gegangen oder zumindest hätte die Frau ihn vielleicht davon abhalten können. Aber so kamen wir eben in den Genuss der 4 verschiedenen Inseln und konnten auch 4 verschiedene Völker und deren Besonderheiten kennenlernen und dadurch uns selbst besser verstehen
Und das hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich dem Buch insgesamt 4 Sterne gegeben. Als kleine Anekdote, was im Nachwort hier geschildert ist, was ich auch sehr interessant fand und sehr amüsant auch, ist, dass zu der Zeit, als das Buch veröffentlicht wurde, im 18. Jahrhundert, gab es doch tatsächlich Kapitäne, die gedacht haben, sie wüssten, wer Gulliver sei und hätten dann auf einen Menschen hingewiesen und gemeint, er muss das Buch geschrieben haben. Also es wurde gar nicht so richtig als Geschichte, als Roman angesehen, denn Jonathan Swift versucht sich auch hier als eigentlich nur Herausgeber darzustellen und er meint, er hätte nur diesen Reisebericht ein bisschen überarbeitet, um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also ich glaube, Jonathan Swift war ein sehr lustiger Zeitgenosse und man konnte bestimmt viel Spaß mit ihm haben. Ja, ich habe die Sternevergabe schon gesagt, glaube ich, nur 4 Sterne. Und das war es zu meinem Lesemonat im Januar. Er war ein bisschen durchwachsen. Vor allem Stephen King hat mich enttäuscht. Da habe ich mir wirklich ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht auch etwas vielschichtigeres, als es am Ende war. Aber Kerstin Kier und Jonathan Swift konnten da einiges auch in der Bett machen. Anne von Green Gables, naja, da wusste ich vorneweg gar nicht, was ich erwarten sollte. Hat halt nicht geklappt. ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde natürlich interessieren, was ihr im Januar gelesen habt. Was war euer Highlight? Habt ihr vielleicht auch etwas abgebrochen oder hat euch etwas enttäuscht? Dann würde mich da auch interessieren, was das bei euch war. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, von euch zu hören in den Kommentaren und dass wir uns dann im nächsten Video auch wiedersehen. Bis dahin, dann habt eine schöne Zeit. Tschüss!